Hallo, in diesem Erklärvideo zeige ich dir den Aufbau eines persönlichen Briefes und erläutere dir, was in einen persönlichen Brief alles hineingehört. In diesem Erklärvideo erwartet dich, was denn überhaupt ein persönlicher Brief ist und wie du einen persönlichen Brief beginnst. Heißt, wo schreibe ich den Ort und das Datum hin? Wie beginne ich mit einer Anrede? Und wie kann ich den Einstieg in den Brief formulieren? Der Hauptteil eines persönlichen Briefes wird dir hier kurz erläutert. Was musst du für Erlebnisse hineinschreiben? Was für besondere Ereignisse sind wichtig? Und wie kann ich Gefühle formulieren? Mehr dazu gibt es aber in einem zweiten Erklärvideo. Und natürlich, wie schreibe ich den Schlussteil eines persönlichen Briefes? Wie stelle ich zum Beispiel Fragen? Wie fordere ich jemanden auf, mir zurückzuschreiben? Und wie sieht ein Abschiedsgruß aus? Und was ist überhaupt eine Unterschrift unter einem Brief? Ganz am Ende habe ich das Ganze nochmal in einem Überblick zusammengefasst. Was ist denn überhaupt ein persönlicher Brief? Ein persönlicher Brief ist ein Brief an einen Freund oder eine Freundin, einen Bekannten oder vielleicht auch Verwandten, in dem du zum Beispiel besondere Erlebnisse schilderst, erzählst, wie es dir geht oder um einfach den Kontakt zu jemandem zu halten, der nicht in deiner Nähe wohnt. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man einen persönlichen Brief beginnt. Als allererstes schreibt man immer oben rechts Ort und Datum hin. Danach kommt eine Anrede und der Grund, weshalb man diesen Brief überhaupt schreibt. Und das Ganze habe ich dir in einem Beispiel zusammengefasst. Ort oben rechts mit Datum, zum Beispiel Berlin, den 10.09.21, das siehst du ja beides lila eingefärbt. Danach die Anrede, zum Beispiel liebe Oma, Komma, hier in einem Gelbton eingefärbt und dann anschließend der Grund, weshalb du den Brief schreibst, indem du eine Zeile nach der Anrede freilässt. Vielen Dank für deinen letzten Brief, in dem du mir von deinem letzten Ausflug erzählt hast. Ich möchte diesen Brief zum Anlass nehmen, dir von meinem letzten Ausflug zu erzählen. Den Grund, weshalb du diesen Brief schreibst, der ist hier rot markiert. Der Hauptteil eines persönlichen Briefes besteht aus Erlebnissen oder besonderen Ereignissen, die du schilderst, unter der Fragestellung, was ist passiert? Und im Hauptteil gehören Gefühle hinein. Du sagst auch, wie es dir geht. Auch dies habe ich dir in einem Beispiel zusammengefasst. Meine Eltern und ich waren letzten Sonntag am Meer. Das war vielleicht ein toller Ausflug. Wir waren den ganzen Tag am Strand, lagen in der Sonne und konnten jederzeit ins Meer gehen. Punkt, Punkt, Punkt. Da kannst du natürlich noch weiterschreiben. Du siehst hier in einem Grünton eingefärbt, was die Erlebnisse bzw. die besonderen Ereignisse sind. Meine Eltern und ich waren letzten Sonntag am Meer. Wir waren den ganzen Tag am Strand, lagen in der Sonne und konnten jederzeit ins Meer gehen. Das ist das, was passiert ist. Wie es mir dabei ging, habe ich dort natürlich auch verfasst. Das war vielleicht ein toller Ausflug. Da ist ein Gefühl versteckt. Du sagst nämlich, das hat dir gefallen, das hat mir Spaß gemacht, so etwas finde ich toll. Und so einfach kannst du auch Gefühle in einen persönlichen Brief einbauen. Mehr dazu gibt es in einem weiteren Erklärvideo, in dem ich mit dir zusammen einen persönlichen Brief schreibe. Und der Schlussteil eines Briefes sieht folgendermaßen aus. Zunächst stellst du einmal Fragen an den Empfänger. Du forderst ihn zum Zurückschreiben auf. Du sendest einen Abschiedsgruß und setzt natürlich deine Unterschrift drunter, damit der Empfänger weiß, von wem dieser Brief überhaupt stammt. Auch hier habe ich ein Beispiel formuliert. Warst du auch schon einmal am Meer, Oma? Wenn ja, wie hat es dir dort gefallen und was hast du alles am Meer erlebt? Schreib mir doch bitte schnell zurück. Du siehst hier in dem Rotton die Fragen, die gestellt wurden. Warst du auch schon mal am Meer, Oma? Wenn ja, wie hat es dir dort gefallen? Und was hast du alles am Meer erlebt? Alle diese drei Sätze, die du dort rot eingefärbt siehst, enden mit einem Fragezeichen und daher sind es Fragen. Auch die Aufforderung zum Zurückschreiben steckt in diesem Abschnitt schon drin.
Schreibt mir doch bitte schnell zurück, hier in einem hellen Grauton eingefärbt. Das ist die Aufforderung, dass dir die Oma auch zurückschreibt. Und ganz am Ende des Briefes gehört natürlich noch der Abschiedsgruß und die Unterschrift. In dem dunklen Grauton siehst du den Abschiedsgruß, zum Beispiel liebe Grüße, dort würde aber auch gehen bis bald oder noch etwas anderes, was eben Grüße übersendet. Und am Ende natürlich die Unterschrift, in diesem Fall deine Enkelin Mathilda, da schreibst du in der Regel deinen eigenen Namen hin, wenn du aus deiner persönlichen Sicht schreibst. Und das war auch schon alles, was du beim Schreiben eines persönlichen Briefes beachten musst. Ich habe dir alles nochmal in einem kurzen Überblick zusammengefasst, um eben dir auch beim Lernen zu helfen. Beginn des Briefes, Ort und Datum, Anrede und den Beginn des Briefes, zum Beispiel den Grund für den Brief. Dann im Hauptteil Erlebnisse, Ereignisse und Gefühle schildern. Und zum Schluss stellst du Fragen, forderst zum Zurückschreiben auf, sendest Abschiedsgrüße und unterschreibst deinen Brief. Und das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, einen persönlichen Brief zu schreiben.